Ja, ich stehe jetzt mal ein bisschen an die Seite, damit ich nicht alles verdecke. Liebe Musikanten, selbstverständlich geht mein ganzer Dank an euch für euer Engagement das ganze Jahr über, aber insbesondere für die viele Zeit, die ihr für die Proben hier auf das heutige Konzert gebracht habt. Wie bereits in meiner Ansprache erwähnt, haben wir uns auf ein Abenteuer begeben. Waren die Winde auch manchmal stark, haben wir diesen getrotzt und gemeinsam einen Weg gefunden. Mit dem heutigen großartigen Konzert habt ihr den Hafen mit Bravour erreicht. Und ihr könnt alle mächtig stolz auf euch sein. Liebes Publikum, danke. Ja, und eine solche Reise wäre ohne einen Top-Kapitän und Steuermann nicht möglich. Wir sind mächtig stolz, genau diesen zu haben. Lieber Simon, danke für diese besondere Reise heute Abend. Du hast wieder unendlich viel Herzblut in dieses Konzert gesteckt. Mit Intensität und Leidenschaft hast du es wieder einmal geschafft, das Beste aus jedem einzelnen Musikanten herauszuholen. Und das ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank für deine Geduld und dein großartiges Engagement. Ja, darüber hinaus ist es dir wieder gelungen, so ein tolles und anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen. In gewohnter Weise übergebe ich jetzt nochmal an die Leonie, die wird von seitens der Kapelle noch ein paar Worte zu dir sagen. Neue motivieren kannst, auch wenn es dieses Jahr eventuell etwas anspruchsvoller war mit uns, um das ein oder andere graue Haar zu bekommen hast. Da du aber auch dieses Jahr aus ein paar guten Gründen ein paar Mal Ersatz brauchtest, darf ich noch zwei wichtigen Personen Danke sagen. Und zwar vielen Dank an unsere externe Dozenten Sven Pech und Thomas Wolf. Die wenige Probe mit euch war sehr gut, motivierend und hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, lieber Simon, für jemanden wie dich, der sich in so viele Abenteuer stürzt, ist es wichtig, einen Hafen zu haben, zu dem man immer wieder zurückkehren kann. Und genau diesen hast du bei deiner Anja. Liebe Anja, wir möchten uns auch bei dir ganz herzlich bedanken dafür, dass du Simon immer wieder reisen lässt und dann für ihn da bist, wenn er wieder heimkommt. Es ist sicherlich nicht einfach, Simon so oft zu entbehren. Vielen Dank für deine Unterstützung.